Willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge CSGO Overwatch auf... Was macht er denn? Auf Kurbelstein. Kobbel ist am Start. War da jemand im... Warum? Was war das jetzt, bitteschön? Ist der irgendwie durchgepeitscht? Naja, willkommen, willkommen. Denkt dran, jetzt ist Livestream. Auch willkommen an alle Giveaway-Teilnehmer. Jetzt gerade ab 18 Uhr ist heute wieder der Livestream. Im Moment gibt es ja wieder ein Knife zu gewinnen. Also im Livestream kann man auf jeden Fall reinschauen, wenn man möchte. Und es gibt auch wieder kleinere Skins, die auch im Livestream rausgehen. Also heute, so wie auch sonst jeden Livestream, haue ich immer, das wissen halt die immer da sind, Skins raus. Meistens zwei Skins und ein Graffiti. Und eben was Großes, was über eine gewisse Zeit läuft. Im Moment ist es Knife. Ja, kommt ran. Die Verlinkung ist in der Videobeschreibung. Ihr müsst die, glaube ich, nur öffnen. Da müsst ihr direkt... da ist eine Liste mit allen meinen Links. Und da steht dann Twitch recht weit oben. Wisst ihr was? Ich pack's euch vielleicht sogar nach ganz oben. Ich weiß doch, wie faul ihr seid. Und die Livestream-Zeiten stehen da auch. Aber ich sag's einfach. Ich sag's einfach nochmal. Jeden Dienstag, jeden Donnerstag ab 18 Uhr. Und jeden Freitag ab 22 Uhr. Hat er da etwa einen kleinen Warl-Hack oder hat er gar nichts? Also im Moment finde ich... sieht man noch nicht viel, wobei ich jetzt auch erst nicht so richtig aufgepasst habe. Aber ich würde trotzdem sagen, da ist nichts am Start, ne? Ja, gerade jetzt wieder im letzten Video, da habe ich es auch, glaube ich, kurz angesprochen gehabt, ständig wird mir entweder gesagt, ich bin zu hart oder zu weich. Also hier bei den Spielen. Ich solle entweder nicht so schnell cheaten, also ich würde immer allen Leuten Cheat drücken, oder ich würde niemandem einen Cheat drücken. Es ist so ein bisschen konträr. Ihn hat er jetzt steppen gehört übrigens, ne? Der hat mal ganz klar steppen gehört. Schön, hat er noch schön geholt. Der Schuss war nicht zu hören, aber das ist ein Demo-Fehler, da kann man nicht viel machen. Läuft eigentlich alles, ja, sehr schön, sehr schön. Ich bin gerade kurz vor knapp, weil Barrel noch da war, wir haben noch eine Zigarre gepufft da und eben so ein bisschen getalkt. Und da haben wir uns ein bisschen verschnackt und jetzt es ist jetzt schon 17 Uhr. In einer Stunde kommt für mich der Stream, für euch ist er wie gesagt jetzt schon live. Um 18 Uhr geht's los, dieses Video wird auch um 18 Uhr erscheinen. Ich hoffe, dass ich nicht ins Hintertreffen gerate hier mit dem Hochladen, wenn das Video länger braucht zum Hochladen als 18 Uhr, kann ich nicht streamen. Das wird dann ganz schwierig. Also, ich hoffe jetzt auch heute, dass es nicht so ein langer Fall wird, aber wisst ihr was? Das wird ein verschissen langer Fall, so wie der hier rumhampelt, der Dödel. Ich kann mir gut vorstellen, dass er vielleicht für Grief reported wurde, weil er halt echt weit weg ist, hinten rumdackelt. Klar, er hat die AWP, aber er musste ja trotzdem jetzt nicht an den Spawn gehen, ne? Um da zu hampeln. Also, er könnte vielleicht ja schon, Wahnsinn! Wenn überhaupt, würde ich ihm vielleicht, jetzt weiß er, dass er da unten steht, auf jeden Fall, weil er ja geschossen hat, aber man könnte ihm vielleicht einen kleinen Wallhack oder sowas unterstellen. Das war jetzt Fail des Gegners, da kann man jetzt wirklich nichts sagen. Ne, man, vielleicht sagen jetzt manche, oh, der hat einen Wallhack, also so wie er ihm jetzt auch gerade hinterher geguckt hat, könnte sein, aber natürlich kann das auch einfach Zufall sein, dass er da hinterher fuhrwerkt. Ich spule ein bisschen, weil ich habe heute leider echt nicht die Zeit, der Stream soll ja pünktlich anfangen. Er kommt nicht so ganz klar mit dem Wurf geschossen, kann das sein? Ich glaube, er will das Fenster treffen, aber er kann es nicht. Wir gucken mal. Die hat er da vorbeifliegen sehen, das heißt, für ihn ist klar, da kommt gleich einer rein. Somit war der Schuss locker erklärt, aber dass da jetzt noch einer kommt, den hat man vielleicht gehört, da bin ich mir nicht ganz sicher. Muss man gucken. Er weiß halt doch schon so ein bisschen, wo sie sind, ne? Also guck mal, wie er jetzt hier vorgeht, ohne... Ja, weil die Kollegen aber auch da stehen. Wahrscheinlich bekomme ich jetzt wieder gesagt, du guckst viel zu wenig nach den Cheats. Du sagst immer, dass der gar nicht... Und sowas. Aber hier kann man die Sachen bis jetzt echt sehr gut erklären, ne? Ihr müsst immer dran denken, dass ihr selbst immer mal wieder richtig krasse Runden am Start habt. Wow, voll den Mate getroffen, das war bitter. Dafür kann er nichts. Ich glaube, die haben ihm einen Grief gedrückt. Weil er ständig hinten ist, vielleicht so ein bisschen blöd, wofür ich ihm jetzt aber auch keinen Grief drücken würde, weil vielleicht ist ja auch irgendwas, das war jetzt nur einmal. Ständig ist übertrieben. Und er hat jetzt halt einmal eben hier seinen Mate angeballert. Mal gucken, was er jetzt mit diesem letzten macht. Er steppt schon mal nicht. Ich weiß nicht. Also, wenn er was hat, dann geht es wahrscheinlich schon in Richtung Wallhack, aber bis jetzt ist alles noch erklärbar. Ja. Und sobald eine Stelle, oder ja doch, sobald etwas erklärbar ist, ist es halt schwierig dann zu sagen, ja gut. Stellt euch mal vor, euch wird das passieren. Ach ja, das habe ich gar nicht, glaube ich, zu Ende gesprochen. Ne? Wenn ihr reinhasselt und ihr seid echt gut gerade und dann... kriegt ihr einen Bann gedrückt, weil ihr 5-6 Runden am Stück sehr gut wart und Timelag hattet. Es könnte halt dann so aus... Ich glaube, ich drücke ihm doch einen Warlock. Klar, der hat gerade... Ja, okay, er beobachtet ihn komplett. Er guckt komplett, wo er lange geht. Alles klar, Leute, hat sich erledigt, aber nichtsdestotrotz ist es sehr bitter, wenn man zu Unrecht einen Bann bekommt. Ja. Weil man halt gerade lucky ist, aber er guckt wirklich sehr stark auf die Leute drauf. Am Anfang war es noch stark oder schön zu erklären, aber das jetzt, mein Freund, also man kann jetzt nicht so viel Glück haben, dass er schleichend den Kerl die ganze Zeit beobachtet.
Das geht nicht. Wir haben letztens ein Spiel gehabt mit Ultra Low Trust auf meinem zweiten Account. Mit, als Viewer-Game auf Inferno. Und da habe ich, selbst ich habe dann auch gesagt, die sind aber nicht so ganz koscher, die Gegnerlein. Ja? Die haben reingehasselt ohne Ende. Das war nicht normal, was sie da getrieben haben. Komm, hol ihn jetzt. Ihr wisst, er weiß ja eh, wo er ist. Ja, es war klar, dass er da. Kommt zum Livestream, jetzt ist er online, gell? Ich denke, bis ungefähr 20.30 Uhr werde ich streamen, also wie immer 2,5 Stunden. Es wird Counter-Strike geben, da könnt ihr auch mitspielen. Die erste Runde wird wahrscheinlich ein High-Game sein, die zweite Runde Low, vielleicht aber auch umgedreht. Also man sollte halt generell natürlich einfach in den Stream kommen und zugucken. Oder ihn, wenn ihr nicht so die Zeit habt, aber mich unterstützen wollt, ihn anmachen. Das hilft. Also wenn wir Zuschauer haben, wenn wir hohe Zuschauerzahlen haben, dann finden immer wieder neue Leute zu uns. Und das ist halt echt geil. Also es war schon ein paar Mal so, dass wir auf der ersten Seite angezeigt wurden bei CSGO Deutsch. Ein Grief. Soll ich ihm dann auch noch einen Grief reindrücken? Oder eher nicht? Was meint ihr? Weil er halt gerade eben rumstand. Na, am Anfang steht jeder mal rum. Da kann man nichts machen. Also bezüglich Aim ist da nichts, oder? Da sind wir uns, glaube ich, einig. Sein Wallhack ist halt... Also beziehungsweise vielleicht hat er auch so ein Silent Hans Wurst Aim oder... Hast du nicht gesehen, aber... Ich denke... Ja. Er hat den Wallhack ja am Anfang auch versucht, stark zu verstecken. Aber dann komplett aufgegeben. Er hat einfach dann eine Runde hundertprozentig obvious gespielt und sonst halt auch dann halb obvious danach. So wie jetzt also auch hier wieder... Also ich hätte da jetzt schon mindestens einmal, einfach weil ich gehört habe, dass er unten ist und steppt, hätte ich einfach mal reingeschossen. Aber er wusste, dass er nicht zu ihm kommt und deswegen geht er auch einfach. Er hat das Knife in der Hand, überlegt mal. In so einem Moment hier, da kann der T auch zurückkommen und so weiter und so fort. Ja? Also das geht nicht. Walhack, mein Freund! Komm, jetzt knall jemanden noch ab, dass das Ding vorbei ist. Alter Verwalter, ich muss es vorspulen, Leute, sorry. Aber sonst kommen wir nicht zum Stream heute. Bisschen blöd, dass ich... perfekt! Perfekt! Perfetto, Alfredo Bambino! Ja, Vision Assist, bei Aim Assist würde ich sagen, da ist nichts, Other sowieso nicht. Und Griefing vielleicht ein bisschen. Weil er halt... Nee. Der Molly auf seinen Mate, das war ja keine Absicht. Und das zweimal hinten rumstehen, naja, was soll man machen? Leute, denkt dran, es gibt im Livestream Knife und Kartoffelsalat. En masse. Sau viel Zeug. Kommt ran, Kinderlein. Wo ist die Ausschalttaste hier? Ciao, ciao!